Martin hat schon. Martin hat das Wasser verleihen. Das ist gerade mit dem Trinken so scheiße. Und wir haben jetzt schon gespendet. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Food Show Mini. Langsam aber sicher gehen meine Augen so. Ganz so schlimm ist es natürlich noch nicht, aber ich brauche mal einen kleinen Schluck. Liedmate, gutes Zeug. Bärenjäger. Wir sind bei der zweiten Version des Bärenjägers angelangt, denn die haben zwei Ausführungen. Einmal mit Wodka, trotzdem 8 von 10 und dann... mein Schatz. Keine Ahnung, ob ich den mag. Werden wir sehen. Aber Bärenjäger und alleine die Flasche ist so cool mit dem durchsichtigen und dem Hintergrund, das natürlich auf der Rückseite auch nochmal ist. Aber das sieht so cool aus. Awesome. Und denn das ist hier die Honey Bourbon Liquor Variante mit Whisky statt mit Wodka. Und boy, oh boy, freue ich mich auf den Scheiß. Hat auch 33%, 2% weniger als der mit Wodka. Sonst steht hier im Prinzip dasselbe draus. Ja, ein paar Rezepte sind hier auch wieder. Was haben wir hier für? Da sind natürlich andere Rezepte. 220 Gramm purer Bienenhonig sind hier. Das ist schon ziemlich viel. Mit amerikanischem Original Kentucky Bourbon Whisky. So vollkommene Ahnungen. Die Bärenjäger ist natürlich ohne jegliche Aromazusätze hergestellt. Das ist schon mal viel wert. Honey Bourbon Sour The Ginger Bear. 4 cm Bärenjäger, 1 cm frischer Zitronensaft. 12 cm Ginger Beer. Wo kriegt man denn Ginger Beer her? Also ich habe hier noch keins gesehen. German Manhattan. Bärenjäger Honig Bourbon. 1 cm weißer Wermut. 2 Spritzer frischer Zitronensaft. Mit einer Melonscheibe dekorieren. Apple Crisp. Cool, das ist gar nicht so kompliziert. 4 cm Bärenjäger, 8 cm klarer Apfelsaft und nach der Limette. Und sieht awesome aus. Könnt ihr das sehen? Ja, könnt ihr sehen. Cooler Shit. Aber wir sind erstmal hier, um das Grundprodukt zu bewerten. Gemixt haben wir ja das letzte Mal schon. Und das kam ganz gut rüber. Infos gibt es übrigens unter bärenjäger.de. Ich glaube, bestellen kann man es da nicht. Aber ich glaube, das kriegt man eigentlich gar nicht so schwierig. Ich habe zumindest schon Leute getroffen, die das Zeug kannten. Ich kannte es nicht. Okay, der Deckel riecht nicht besonders. Leute, langsam wird mir... Hilfe mir. Aber naja. Oh, Whisky. Das ist Whisky. Also ich rieche bisher noch keinen Honig. Ja, doch, da kommt ein bisschen Honig. Aber der Honig ist hier vom Geruch her deutlich sich zurückhaltender als bei der Wodka-Variante, wo man erst den Honig hatte und dann kam der Wodka. Hier ist es tatsächlich so, da kommt fett der Wodka, der Bourbon raus. Aber es riecht gut. Es scheint ganz geiler Bourbon zu sein. Hoffe ich zumindest. Sonst habe ich nämlich morgen einen Schädel, selbst wenn ich nicht viel davon trinke. Ja, rein damit. Immer noch kein Honig. Also Honig rieche ich bisher noch nicht. Weiß nicht, dass da keiner drin ist und dass ich den nicht schmecken werde, aber bisher riecht es einfach wie straight Bourbon Whisky. Das ist mein letzter Schnaps für heute, Freunde. Das sage ich euch aber. Verzapft und verkorkt und so weiter. Bottoms up. Der geht komischerweise nicht so in die Nase wie der Wodka. Interessant, wirklich interessant. Denn der fängt an mit wirklich straight Bourbon, so wie er riecht. Also wirklich Bourbon in your face. Und dann im Nachgang kommt ein unglaublich leckerer Honig, also wirklich sehr, sehr leckerer Honig, der einfach gut schmeckt, der einfach auch den Hals ein bisschen einbalsamiert, so im Nachgang zu dem Bourbon, der ja ordentlich den Rachen durchfegt. Ja, es ist auf jeden Fall kein schlechter Bourbon. Ich weiß nicht, ob es wirklich guter ist. Dafür kommt dann der Honig zu schnell, um wirklich sehr sich auf den Bourbon konzentrieren zu können. Aber der Honig ist auf jeden Fall richtig geiler Honig. Und der Bourbon ist definitiv kein schlechter Bourbon. Und dementsprechend, geiler Scheiß. Dem anderen habe ich, glaube ich, oh, ne, Hinweis. Da Honig ein Naturprodukt ist, können sich
natürlich Schwebeteilchen absetzen und ein Depot bilden. In diesem Fall die Flasche vorne drauf schütteln. Ich will Coins. Nö. Habe ich jetzt natürlich auch nicht gemacht. Also ich sehe, der ist relativ klar dafür, dass da Schwebeteilchen drin sein sollen. Kann natürlich trotzdem passieren. Aber geiler Shit. Mag ich sehr, sehr gerne. Wird auf jeden Fall hier nicht schlecht werden. Naja, nicht jeden Abend. Dringend immer dran denken. Denkt an eure Leber und an eure, weiß ich auch nicht. Aber echt gutes Zeug. Mag ich sehr, sehr gerne. Wird auf jeden Fall seinen Platz finden in der einen oder anderen Milz. Ich weiß nicht mehr, was habe ich dem anderen gegeben? Ich glaube 8. Und das hier ist auf demselben Level. Also ich würde das nicht anders bewerten wollen. Das ist für Likör wirklich sehr, sehr gut. Nicht die Creme de la Creme, aber wirklich sehr, sehr geiles Zeug. Und dementsprechend 8 von 10 Punkten. Und sehr zu empfehlen, auf jeden Fall mal probieren. Für Leute, die Whisky mögen und Honig mögen, ist das auf jeden Fall was, was man ausprobieren kann. Und alleine die Flasche ist so cool. Diesem Schattenspiel. Ich finde das flasht mich gerade super, super, super toll. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch einen sicheren und produktiven Tag. Bis dahin, euer Gianna Brother. Macht's gut.